Wunderbar. Hi, ich bin Lukas, Teil des Laptops in Space Teams und gebe jetzt für alle, die sich nicht direkt was unter dem Namen Laptops in Space vorstellen können, eine kurze Einführung, worüber es bei uns überhaupt geht. Zum Hintergrund des Projekts: Wir haben das Projekt im April 2020 während des Covid-Lockdowns in Deutschland gestartet, als künstlerisch-kreative Antwort auf das Fehlen von sozialen Begegnungen in unserem eigenen Alltag. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das Grundkonzept sich auf viele verschiedene Bereiche anwenden lässt. Und vor allem bei Anwendungen, die erstmal das Problem hatten mit, wie macht man das jetzt eigentlich digital? Und genau darüber wollen wir mit euch sprechen, das Kernkonzept von Laptops in Space und was für digitale soziale Interaktionen es ermöglicht. Im Untertitel steht ja Social Events in Digital Space und genau darum geht es auch, Kommunikation im Digitalen. Hierfür kennen wir alle inzwischen weniger gut funktionierende Tools, die fast alle in die Kategorie Videocall fallen. Deswegen steht bei uns auch auf einer Seite der klassische Videocall, und Zoom und Microsoft sind natürlich sehr gute Tools, wenn es darum geht, effizient zu kommunizieren. Bei den Tools geht es um direkten, harten Informationsaustausch, aber sie versagen komplett bei sozialem Kontext. Die Sparte, bei der die soziale Komponente im Digitalen aber sehr gut funktioniert, sind die Computerspiele. Deswegen haben wir versucht, beides zu kombinieren. Was dabei rauskommt, ist eine spielerische Interaktionserfahrung mit dem Feature-Set eines Videocalls. Man bewegt sich über Tastatur und Maus wie in einem Computerspiel, aber die Mitspieler sind eigentlich in dem Sinne gar keine richtigen Spieler, sondern eher Teilnehmer am gemeinsamen Videocall. Bei uns heißt das dann natürlich nicht zu Unrecht Laptops in Space. Man ist nämlich nicht irgendein 3D-Avatar in diesem Raum, sondern ganz bewusst ein Laptop. Wir haben dazu ein kurzes Video vorbereitet, damit man sich darunter auch bildlich was vorstellen kann. Man sieht hier schon, man ist selbst ein Laptop und das Gegenüber ist dann auch ein Laptop. Man kann aufeinander zugehen, sieht einander wie in einem Videocall. Und das ist die erste Erfahrung, wenn es in einem 1-zu-1-Gespräch ist. Dann sieht man jetzt auch gleich, wie es aussieht, wenn ein paar mehr Leute da sind. Das war einer unserer allerersten Tests, als wir den Prototypen gebaut haben. Da haben wir ein paar Freunde eingeladen und so sah das Ganze dann mit, ich glaube, es sind 10 Leute aus. Und so sieht es dann aus, wenn 30 Leute drin sind. Das war eine Veranstaltung für die Hochschule für Künste in Bremen. Und da sieht man schon ganz gut, dass sich da ganz, ganz schnell so kleine Gesprächsgrüppchen bilden. Das liegt daran, dass man die Leute eben auch nur dann laut hört, wenn sie auch wirklich einem in diesem Raum nahe sind. Und das führt dazu, dass sich ganz viele kleine Gesprächsgrüppchen bilden können, ohne dass man sich gegenseitig überspricht oder stört. Und genau, das hat da wunderbar funktioniert. Und war eine super Erfahrung. Es geht dann für größere Events auch, dass man Livestreams mit einbetten kann, und dann sieht das hier ja so ein bisschen aus wie so ein Autokino. Die anderen Laptops oder Teilnehmerinnen stehen dann auch davor und gucken zusammen diesen Livestream an, kann sich natürlich trotzdem weiter unterhalten. Und um dann noch mehr Leute abzudecken, haben wir dieses Feature, dass man sich zwischen verschiedenen Floors hin und her bewegen kann, und man fliegt sozusagen von einem Raum in den anderen. Er sieht dann auch genauso aus, aber die Leute sind einfach andere. Und genau, da fliegen wir jetzt nochmal zurück, nur um das zu verdeutlichen. Genau. Und man kann auch komplett interaktive Inhalte reinladen. Das heißt, irgendeine Webseite oder sonstiges, was eigentlich schon Interaktion im Digitalen bietet, kann man auch innerhalb des Spaces dann einfach weiter nutzen. Und das ist Jan und Jonas aus unserem Team, und die benutzen da gerade das Spiegelfeature, damit man sich auch doch nochmal wieder selbst sehen kann, was bei uns eigentlich nicht im Vordergrund steht. Genau, das zum Video. Und dann geht es natürlich kurz darum, wie kann man das Ganze jetzt im Hochschulkontext gut nutzen. Es bietet sich super an für Seminare und Workshops, und das liegt zum einen daran, dass es eben eine sehr aktive Beteiligung fördert, weil die Leute von Anfang an diese Interaktion zu Interaktion gezwungen sind und man nicht so passiv im Call sitzt. Diese gleichzeitigen Diskussionen im Raum und diese Grüppchenbildung, die ich gerade im Video auch schon erklärt habe, die ist natürlich super für sowas. Und auch für internationale Networking-Events ist das ein tolles Ding, eben wegen diesen Videostreams. Social Cues, das heißt, man kann sich eben gegenseitig angucken und merkt dann auch, dass jemand mit einem sprechen will, und man kann wirklich ins Gespräch kommen. Das ist sehr wörtlich gemeint, einfach deswegen, weil man ja nicht in so einen Videocall reinploppt, sondern wirklich auf jemanden zugeht und dann so graduell in das Gespräch hinein driftet. Wir haben wunderbare Partner schon gehabt, mit denen wir da Sachen umgesetzt haben, ganz viele auch aus dem Hochschulkontext. Das waren alles super Erfahrungen mit sehr gutem Feedback.
Hier noch kurz ein Bild zu unserem Team. Von rechts Jan, Jonas und Lukas. Und genau, wenn ihr da Interesse habt oder das toll findet, wir sind auf Twitter und auf Instagram und haben eine Webseite, wo ihr auch euch für unseren Newsletter anmelden könnt. Und dann war ich in 5 Minuten hoffentlich. Wir hören dich leider nicht, Lukas. Nein. Ach so. Ich habe dich gehört. Ja. Klappt immer noch nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir Deria vorziehen. Dann haben wir gleich noch mal die Chance, das kurz zu testen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Danke. Genau. Weiter geht's. Okay, alles klar. Ich öffne jetzt kurz das File. Genau. Ich gebe euch heute einen kleinen Einblick in das Think Magazine. Das ist ein englischsprachiges Magazin, das ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemacht habe während der Pandemie. Und es geht in dem Magazin, also ich habe mir die Frage gestellt, wie wirken sich Berührungen auf unsere Gesundheit aus, vor allem jetzt auch mit dem Social Distancing, und bin dann auf den Titel Go on My Nerves gekommen. Go on My Nerves ist sowas wie eine Aufforderung, und dass eben die Berührungsnerven genau, dass man eben sich auf die Nerven gehen soll, weil die hängen. Sorry, ich habe gerade einen Blackout. Genau, wenn man diese Berührungen über die Nerven, man nimmt die Nerven wahr, über die C-taktilen Fasern, und diese leiten sie dann über andere Nerven, über das Rückenmark zum Gehirn, und so werden Glückshormone ausgeschüttet. Und genau, dann gehe ich mal weiter. Vor allem ist es wichtig für Babys, sind Berührungen sehr wichtig, denn sie tragen bei der Entwicklung des Körpers, des Gehirns und des Ich-Bewusstseins bei. Aber auch für Erwachsene spielen Berührungen eine große Rolle, vor allem in der Kommunikation, in der Bindung und für das persönliche Wohlbefinden sind auch unsere Grundbedürfnisse. Dann habe ich hier so eine kleine Mappe gemacht, wie so eben die Gesundheit und die Beziehungen und wie eben wie sich die Covid-19-Pandemie eben ausgewirkt hat, dass man über die Haut, die Haut ist unsere Verbindung zur Außenwelt und schützt uns aber auch vor der Außenwelt. Und deswegen habe ich das hier nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Genau, aber mit der Covid-19-Pandemie kam diese Berührung eher in den Konflikt wegen den Regelungen, dem Abstand halten, und da eine Umarmung Glückshormone freisetzt und das wichtig für unser Wohlbefinden ist, kann man aber zum Beispiel, konnte man das am Anfang der Pandemie eher nicht, weil man auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen sollte. Und da habe ich mich eben gefragt, was ist aber, wenn man die ganze Zeit einsam ist, vor allem auf längere Zeit, kann die Einsamkeit krank machen. Und das, was einsame Menschen halt nicht haben, sind diese sozialen Bindungen. Dieser Professor Francis McGlone hat auch gesagt, dass die Einsamkeit die gleichen Konsequenzen hat wie der Konsum von Nikotin und Alkohol, und dass die frühzeitige Sterberate bei Rauchen oder
Luftverschmutzung bei 35 bis 40% liegen und die und wenn man einsam ist, eben bei 45%. Und das ist halt schon ein sehr krasser Fakt. Genau. Ich habe in diesem Magazin Interviews mit der Neurowissenschaftlerin Dr. Rochelle Ackerley gehalten und sie hat mir sehr interessante Sachen erzählt über das Thema, über die Nerven, wie das alles funktioniert und was für Auswirkungen das auf die Gesundheit hat. Und im Creative Space sind zwei Videos hinterlegt. Eins, da ist ein kleiner Ausschnitt von dem Interview dabei. Das vollständige Interview ist in dem Magazin zu finden. Und genau, die Pandemie hat sich zum Beispiel auch für die älteren Menschen, die in Pflegeheimen sind, vielleicht auch schlechter ausgewirkt, für Singles und zum Beispiel auch, also mein Vater war Risikopatient und wenn ich dann draußen war, dann muss man eben schon von seinen Familienmitgliedern Abstand halten. Das war dann auch relativ schwer. Und genau, dann habe ich hier noch die Vorteile der sanften Berührung. Die bieten uns, also die stärken unser Sicherheitsgefühl, unser Wohlbefinden, schütten Dopamin und Oxytocin aus, stärken unser Immunsystem, das Selbstbewusstsein und natürlich auch soziale Bindungen. Und sie reduzieren Angstzustände, das Cortisol-Level, also das Stresshormon, wird gesenkt und ja, Verspannungen einfach, genau. Dann habe ich noch, genau, das war eigentlich schon so mein kleiner Einblick in das Think Magazine, Go On My Nerves. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob die 5 Minuten jetzt rum sind. Und wenn ihr, ja. Du bist super in der Zeit, genau 5 Minuten gebraucht. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen es nochmal mit Lukas. Wir hören dich leider immer noch nicht. Guck nochmal, ob du vielleicht nochmal raus und wieder reingehst. Auch nicht. Nichts dergleichen. Vorhin hat es noch funktioniert. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen mit Belit in Denis weiter und versuchen es einfach später wirklich noch einmal. Dankeschön. Okay. Genau, ich bin Belit und meine Kollegin ist Denis. Wir kommen ursprünglich aus Istanbul. Wir haben neulich unser Masterstudium in Architektur an der RWTH abgeschlossen. Als Masterarbeit haben wir uns für ein aktuelles, aber außergewöhnliches Thema für Architektur entschieden. Wir zeigen euch heute ein Videoprototyp davon und versuchen kurz und knapp das Projekt zu erzählen. Letzte Zeiten waren für uns alle sehr seltsam, auch für Architekturstudenten. Das Studium ging eigentlich noch online auf Zoom, aber das spontane Treffen, zufällige Kommunikation hat uns alle gefehlt. Wir haben uns vor Corona-Pandemie immer in der Fakultät getroffen, zusammen zu arbeiten und fast jeden Tag durch das sogenannte Foyer durchgelaufen. Das Foyer in der Architekturfakultät ist das Herzstück der Fakultät, der Eingang, Versammlungsraum, Veranstaltungsraum, aber auch ein Warteraum, ein Treffpunkt, Ort des Sehens und Gesehenwerdens eigentlich. Und die Idee ist, dass wir diese multifunktionale Raum im virtuellen Raum übertragen, im Sinne von Digitalisierung der Architekturfakultät und deren Funktionen. Ziel des Projekts ist eigentlich, dass wir ein digitaler Ort der Begegnung, ein kommunikativer Raum, in dem mehrere Funktionen koexistieren, erschaffen. Wir haben sehr viel Wert auf die Kommunikation gelegt. Es war uns wichtig, dass in dem Raum mehrere Schichten der Kommunikation stattfindet. Zufälliges, aber auch terminbasiertes Treffen und absichtlich miteinander reden, aber auch anderen hören. Wir haben mit den Nutzern des Foyers Interviews gemacht, die Szenarien des Raums untersucht. Und als Architekturstudenten war es uns sehr wichtig, dass die Nutzer in der Webseite eine Geschichte mit Emotionen erleben, ein Raumgefühl kriegen und nicht nur auf einer Ebene, sondern
mehrere Ebenen der Ort erleben. Hallo zusammen, ich bin Dennis. Ich werde euch über unser Prototyp erzählen. Unser Prototyp für das digitale Foyer ist eine axonometrische Darstellung des originalen Raums, originalen Foyers, mit allen Szenarien gleichzeitig zusammen. Die Axonometrie ermöglicht den Nutzer, eine Übersicht über den Raum zu haben. Die Interaktion im Raum erfolgt immer mit hoher Zoomstufe. Wir haben hier mit einer Taschenlampe-Analogie benutzt. Man entdeckt den Raum durch Hin- und Her-Scrollen und eigener Avatar steht immer mittig im Fenster. Die gelb umrahmten Objekte sind die Buttons für die unterschiedlichen Funktionen, wie zum Beispiel Live-Kolloquium, Ausstellung, Spiele und so weiter. In dem Raum gibt es manchmal Perspektivwechsel, das ermöglicht je nach Funktion unterschiedliche Stufen der immersiven Erfahrung zu kreieren. Auch die akustischen Elemente, das hören wir gerade im Video sehr leise, aber die verstärken eigentlich die Immersion und die Interaktion in den Raum. Wir haben versucht, einen hybriden Raum zu schaffen, durch Schnittstellen mit dem realen Raum. Diese Schnittstellen sind zum Beispiel durch Augmented Reality Funktionen, QR-Codes, Livestream und so weiter erschaffen. Wir haben alle schon gesehen, wie sich die Arbeitsweise und Studium während der Pandemie exponentiell digitalisiert hat. Es gab mal ein komplettes Lockdown, gerade ist auch eine seltsame Phase mit Teil-Online-, Teil-Präsenzveranstaltungen. Und sicher in der Zukunft bleibt die Digitalisierung immer noch dabei. Deshalb wirkt dieser neue virtuelle Treffpunkt auch mit dem physischen Ort zusammen, sodass er nicht nur während, aber auch nach der Pandemie Mehrwert bringt. Das digitale Foyer zeigt, dass neue Arten der Kommunikation und Begegnung möglich sind. Dieses Projekt von uns ist ein Vorschlag, wie wir uns die zukünftige akademische Umgebung auch im sozialen Sinne vorstellen. Das war es von unserer Seite. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das Projekt detailliert könnt ihr auf der Webseite lesen und das komplette Video auch da sehen. Ja. Vielen, vielen Dank. Auch ihr super in der Zeit. Lukas, probier es noch einmal, bitte. Ja. Ja, super, super. Wir hören dich. Los geht's. Ja, wunderbar, wunderbar. Gut, dann ohne viel Umschweife. Hallo, mein Name ist Lukas Jakob Löcker. Ich bin Universitätsassistent an der Kunstuni in Linz. Und nachdem wir diese Settings hier sehr gewohnt sind, ich habe jetzt keine Präsentation in dem Sinn vorbereitet, würde ich euch gerne in den Creative Space, den wir im letzten Mai hier an der Uni kreiert haben, mehr oder weniger dorthin bringen. Ich werde dafür mal ganz kurz meinen Screen sharen und dann seht ihr hoffentlich, wovon ich spreche. Das Projekt heißt Metamorph We und hat stattgefunden in Linz am Hauptplatz. Wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage, wie ist der private und der öffentliche Raum verbunden, beziehungsweise damit halt der universitäre, ergo der kreative Raum. Und eine gute Schnittstelle dafür sieht man an diesem Hauptplatz, wo unsere Uni ist, in der Galerie Splace am Hauptplatz. Die sieht so aus, dass es hier vier große oder fünf große Fensterfronten, nimmt man die Eingangstür dazu, gibt. In diesen Fronten wollten wir ermöglichen, dass der schon so oft angesprochene Digitalraum zu einer Begegnungszone mit dem Realraum führen kann. Dieser Raum an sich, also der Galerie, ermöglicht uns hier drin künstlerisch zu arbeiten und Versuche zu medialem Gestalten und auch der Vermittlung, um die es ja geht, durchzuführen. Der Versuch war es sozusagen in diesem Setting, das ihr hier sehen könnt, ist eigentlich ein leerer Raum und in der Mitte gibt es einen Arbeitsplatz, von dem aus verschiedenste Sachen stattgefunden haben. Der Untertitel zu Metamorph We ist Transformation on Display.
Das heißt, einerseits wollten wir diese Veränderung, die sich in unserem sozialen Miteinander und der damit verbundenen Nutzung der Medien quasi inhärent ist, gerade in der aktuellen Zeit, zur Schau stellen, aber auch das Display, ergo den Screen, nutzen, um dieses kommunikative Element nutzbar zu machen, um den sozialen Kontakt, den Lukas ganz am Anfang angesprochen haben, zu ermöglichen, allerdings nicht im virtuellen, sondern im reellen Raum. Das heißt, dieser performative und kreative Raum sollte genutzt werden, um eine Art hybride Situation herzustellen. Ihr seht hier dazu eines dieser Fenster. Das ist der Partizipationsscreen. Über den QR-Code auf der rechten Seite konnte man sich in die jeweilige Session mit reinhängen. Session sage ich deshalb, weil wir an diesem Arbeitsplatz dann Lehrveranstaltungen abgehalten haben, Talks abgehalten haben, Projekte der Studierenden präsentiert wurden und weiteres. Über den QR-Code konnte man sozusagen mit der Person, die ganz alleine in diesem Raum gesessen ist, Kontakt aufnehmen. Und so wie wir hier jetzt alle in unserem Privatraum alleine vor unserem Screen sitzen, ist es eine Realität, die wir in der Hochschullehre, aber auch an Schulen und an vielen anderen Bereichen, vor allem in Kunst und Kultur des letzten Jahres, erlebt haben. Und die Überlegung war, wie kann man im Mai in Österreich waren sehr restriktive Vorgaben, wie kann man diese Vorgaben verwenden und trotzdem etwas schaffen, wo Interdisziplinarität, Austausch passieren kann. Hier sehen wir ein gutes Beispiel. Gerda Martinez-Lopez hält alleine in dem Raum einen Vortrag über ihr Projekt Covid Feminem, bei dem sie Situation von Frauen auf der ganzen Welt in Bezug auf Covid befragt hat und kreativ umgesetzt hat. Bei diesem Talk konnte man von außen, wie bei jedem anderen der Events, die wir angeboten haben, über ein Smart Device teilhaben und teilnehmen. Das heißt, man hat einerseits die Audio auf dem eigenen Smartphone über die AirPods oder ähnliches hören können, aber auch sich einschalten mit Fragen, Interaktion nutzen und somit von außerhalb dieses Raums mit dem Teilnehmenden oder dem Vortragenden innerhalb dieses Raums Kontakt aufnehmen. Das war sozusagen der Versuch dieser Schnittstelle, ergo eines Interfaces. Man sieht hier auch noch die anderen beiden Screens, wo Videos gelaufen sind von Projekten unserer Studierenden. Wiederum mit dem QR-Code kam man zu den Informationen oder konnte direkt mit den Studierenden, die ihre Arbeiten präsentiert haben, Kontakt aufnehmen. Es gab dann dementsprechend unterschiedliche Events, wo auch wir das Performative versucht haben, so dass Menschen draußen stehen konnten, die Performer waren drinnen im sicheren Space in der Umgebung und konnten Lectures, Performances und ähnliches abhalten. Es ging also um die Verknüpfung des digitalen und virtuellen Raums mit dem realen und ideellen Raum. Oh, pardon. Dieser ideelle Raum war das Jahresthema Metamorphose, daher auch der Titel Metamorph We, also die Transformation, die uns alle betrifft, in Bezug auf die Nutzung der Medien und in Bezug auf die Herausforderungen, die wir als Userinnen damit erleben und wie man das nutzen kann, um diesen sozialen Kontakt im und an der Schnittstelle vom realen zum digitalen Raum beziehungsweise dem privaten, öffentlichen und dem universitären beziehungsweise Privatraum und Ausstellungsraum nutzbar zu machen. Dankeschön. Wunderbar, dann bleiben uns noch genau 5 Minuten, leider aufgrund der technischen Schwierigkeiten, dass wir zumindest Ilinka aber noch hören können. Und ich kündige jetzt schon mal an, dass bestimmt alle SpeakerInnen hier auch im Anschluss noch gerne für Chats oder sowas bereitstehen, weil wir hier die Fragen wahrscheinlich in dieser Runde nicht mehr klären werden können. Also Ilinka, the floor is yours. Ich sehe Ilinka nicht mehr. Sieht einer von euch noch, dass Ilinka noch da ist? Oder Ilinka, bist du da?
Könntest du einmal in den Chat schreiben, falls du da bist? Gerade eben war sie nämlich noch dabei. Sie ist in dem Raum eigentlich. Sie ist links bei den Speakers noch angeführt. Ja, die Linka. Wenn sich Ilinka jetzt nicht meldet, aus welchem Grund auch immer, ich hoffe, dass es keine technischen Probleme sind, haben wir jetzt noch 4 Minuten für Fragen oder Kommentare, die Sie gerne in den Chat posten können oder auch über unser Q&A-Tool einreichen können. Und falls Ilinka doch noch da ist und die Gelegenheit nutzen möchte, wären jetzt nur noch 2 Minuten Zeit, sich einzuschalten, Ilinka. Nee, Ilinka scheint irgendwie nicht, zumindest keine Connection zu haben. Gibt es irgendwelche Fragen? Ansonsten hätte ich eine jetzt zum letzten Vortrag. Wie lange hat es denn gedauert, tatsächlich dieses Konzept zu entwickeln und auch in die Umsetzung zu kriegen? Wir haben das eigentlich mehr oder weniger als User-Generated Content gemacht, auch wenn es vieles davon offline passiert ist. Sprich, es gab einen Open Call für Studierende und Lehrende in gleichermaßen und jeder, der sich einbringen wollte, konnte das tun. Das heißt, das Fenster war einen Monat offen fürs Programm, der Raum war leer und wir haben es mehr oder weniger in situ bespielt. Das Programm stand 2 Wochen davor und die Umsetzung Laufzeit des Open Labs war genau für 1 Woche. Das heißt, wir hatten jeden Abend Guest Talks und untertags entsprechende Lehrveranstaltungen oder Projekte. Das heißt, Gesamtumsetzungsraum würde ich jetzt mal sagen, 2,5 Monate, vielleicht 3. Und wie stark ist das genutzt worden? Habt ihr da Feedback bekommen? Feedback gab es. Es wurde benutzt. Allerdings nicht so groß vor Ort, wie wir das vielleicht erhofft hätten an dieser Schnittstelle, aber durchaus durchgehend und vor allem bei den performativen Events doch sehr stark von Leuten vor Ort, also sprich einfach Passanten oder Passantinnen, die dann mit diesen Fragestellungen, es geht ja auch quasi so um Open for Discussion, es ging ja dann bei uns auch darum, eine Diskussion aufgrund dessen, wie die Realität der Vermittlung gerade aussieht, anzuregen mit Personen in der Öffentlichkeit und das hat durchaus funktioniert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Infos noch. Es scheint im Chat jetzt keine weiteren Fragen zu geben. Ich würde vorschlagen, wir sind jetzt auch am Ende der Zeit. Leider ist Ilinka nicht mehr aufgetaucht. Ich hoffe, dass sie nicht geflüchtet ist. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß noch auf einem weiteren Festival. Genau, hoffe, dass ihr die Chat-Option auch nutzt, weiter in Kontakt zu bleiben und bedanke mich, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Danke. Thanks for having me.